Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Uncharted Drakes Schicksal. Wir gehen heute weiter in einen großen Raum. Wunderbar. Da, hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen. Ja, oh, oh. Verdammter Mist, nein, nein. Wo kommen die alle her? Keine Ahnung. Vielleicht kein Klempner, sondern eher jemand anders. Da ist er! Ja. Erstmal machen wir die geil platt. In Ordnung. So. Okay. Oh nein. Verlieren die nicht. Ha, komm schon. So. In Ordnung. In Ordnung. Oh, das war knapp. Brauchen neue Waffen. Wir haben ihn. Waffen. Ausschwärmen. Wo? Da. Zwölf Schuss. Kann knapp werden. In Arsch. Muni. Sehr gut. Muni. Diesmal kriegen wir dich. Oh nein. Ich sehe ihn. Oh, das tut weh. Halt ihn auf. Nein. Ah, verdammt. Okay. Ja, zweiter Tod durch Feinde erst. Damit kann ich leben. Halt. Nein, hoch. Warum habe ich das nicht aufgenommen? Keine Ahnung. So. Da drüben ist er. Oh Mist. Das heißt, Muni erstmal aufheben. Da ist er. Oh, Scheiße. Nein. Haltet ihn auf. Er ist hier drüben. Mach keine Gefangenen. Runter. Das tat bestimmt weh. Sauber durch die Stirn. Das ist nicht gut. Das ist besser. Oh nein. Los geht's. Scheibenkleister. Nein, 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 nein. Er sitzt in der Falle. Ist da oben ein MG? Zumindest was ähnliches. Du bist der Schmutter. Los, in Deckung. In euch. In Ordnung. Scheiße. Wenig Muni. Warten kurz, ich muss mal kurz heilen. Sehr gut. Who the fuck ist schon wieder Anjing? Wahrscheinlich. Gib ihm den Rest. Hey. Ich kann ihn sehen. Ein Bumm, mach Bumm. Sehr gut. Sehr gut. Her mit der Muni. So. War es das erstmal? Kommt noch wer? Nein. Finde ich gut. Das Problem hier ist, dass ich nicht genau sehe, wo Typen verreckt sind. Oder nur sehr... Ja, hier zum Beispiel ist Muni. Gut. Man muss jetzt so ein bisschen die Pillars hier abschreiten. Oh, Mikro. Ja, da ist zumindest ein bisschen Muni drin. Finde ich gut. Okay, dann müssen wir dann, glaube ich, hier hoch. Genau. Ah, hier ist auch eine AK. Ich glaube, die ist besser als die Schrotflinte. Obwohl, gerade hier in den engen Räumen... weiß ich's nicht. Aber gut, jetzt haben wir es schon. So, und jetzt hier rüber.
Eine Sekunde, so. Genau. Alles klar. Gibt noch mehr Muni her. Sehr gut. Okay, dann. Ich sage, das ist immer relativ beknackt. Ja, so. Das schaut aus, als würde hier kein Feind kommen. Ja, das ist nämlich ein Schwimmlevel. Das schaut eher nach einem Kletterakt aus. Oder kann man irgendwie tauchen? Nee. Sekunde, oder? Wo? Wo komme ich jetzt hier hin? Nee, tauchen geht schon mal nicht. Das Problem ist, ich kann die Kamera auch nicht nach oben drehen. Wo komme ich hier hoch? Ah, da. Da schaut es so gut aus. So. Ja, dieses Wegfinden ist teilweise wirklich nicht einfach. Oder ich bin einfach sehr dämlich. Aber ich denke mir, es ist... Alter, da kommst du nicht hin, okay. Okay, da. Das sieht man wieder sehr schlecht. Gut, das war jetzt hier logisch. Auf beiden Seiten, okay. Irgendwelche Tore aufmachen. Oh nein, ich muss den Raum weiter fluten, okay. Alles klar, das ergibt Sinn. Das heißt, ich komme jetzt auch hier irgendwie hin, genau so. Ah, okay. Wie gesagt, an das kann ich mir alles nicht mehr wirklich erinnern. Aber Gott sei Dank ist es nicht allzu schwer, wenn man mal weiß, wo es lang geht. Was, wie gesagt, das einzig wirklich Schwere an dem Spiel ist, außer gelegentlich härtere Kämpfe. Der härteste steht natürlich noch bevor, an den erinnere ich mich. Er kommt relativ spät im Spiel. Und ich hoffe, ich verkacke in den letzten, für diejenigen, die es wissen, in den letzten 2 Minuten des spielbaren Spiels habe ich richtig heftig verkackt beim ersten Mal. Diejenigen, die das Spiel schon kennen, wissen jetzt, was gemeint ist. Die anderen, freut euch auf eventuell viele Cuts gegen Ende des Spiels. So. Oh, 6. Schlüssel zur Vergangenheit. Das schaut so aus, als würden hier Leute kommen, aber... Moment, ist hier irgendwo wieder ein Schatz oder so? Ich habe sicher jetzt schon wieder 1, 2 vergessen. Nein, hier ist aber kein Schatz. Hey, Elena, wo bist du? Gute Frage. Oh, Pistole. Ja, dann scheiß mal auf die Uzi. Die Pistole ist eh besser. Na, ich kann da nicht hinter, okay. Schätze. Schätze. Nein. Ah, Moment mal. Was kann in dem Turm so wichtig sein? Wow. Verdammter Mist. Ja, oh nein, nein, das ist eine ganz schlechte Deckung. Komm. So. Komm, zeig dein Köpfchen. Oder ich mach's so. Was ist das? Okay. Können wir erstmal kurz durchatmen und... Genau.
erstmal hier hoch. Der Jeep schaut so aus, als wäre sogar noch gebrauchsfähig. Erstmal hier hoch, nach Schätzen schauen und nach Muni. Nein, 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 nicht, hey. Ah, Kopfschüsse. Hä? Was war das jetzt? Die Kamera hat ein bisschen gebackt. Alles gut. Ich verschanze mich hinter Deckung, solange... Oh, da geht's weiter. Okay. Oder da geht's zumindest auch weiter, sagen wir. Ja, Mikro-C, ja, danke. Der hier hat noch ein bisschen Muni für mich. Vorher waren wir, glaube ich, da drüben oder noch weiter in die Richtung, keine Ahnung. Hier in diesen Dingern sollten Schätze sein. Und das ist hier der Turm, oder? Ja. Okay. Aha, was ist das? Erstmal noch nicht verwenden. Erstmal hier reinschauen. Okay, da ist nix. Also doch, hier die Winde. Okay, haben wir hier einen Durchgang geöffnet? Aber es schaut so aus, als könnten wir da auch irgendwie... Achso, nee, da klettern wir wahrscheinlich nachher lang. Okay. Aber erstmal möchte ich hier noch lang schauen. Hier ist nämlich Granaten. Und eine Schrotflinte. Ja, nee, ich glaube, so geil ist die jetzt auch wieder nicht. Oh ja, das schaut nach Kletterspot aus und nach Feinden. Oder nur nach Kletterspot. Tatsächlich. Oh, was ist das hier? Gleiches Symbol. Aber was hat das mit dem Turm zu tun? Man muss auf den Turm drauf. Schätze ich jetzt mal in meiner nicht Schatzsuche ausgebildeten Meinung. Mich verwundert es nur gerade, dass hier nirgendwo ein Schatz zu sein scheint. Das macht mich zum einen stutzig und zum anderen unglücklich, weil das bedeutet, ich vergesse welche. Jetzt komm! Komm schon! So, okay. Hier gibt es nur einen Weg, wie es ausschaut. Okay. Oh, ich dachte, das wäre eine Statue, aber dabei ist es eine Taube. Ah, hier rechts, glaube ich. Okay, ja. Okay, ich wollte eigentlich an das Fenster springen, aber okay. Holy fuck. Ist da ein Schatz drin gewesen? Nein, schade. Ja, ich bin wirklich auf Schätze aus, aber ich habe sicher auch schon ein, zwei übersehen wieder. Und wie gesagt, 30 von 60 ist mein Ziel für diesen Playthrough. Den ich nicht erreichen werde, also das Ende von dem Playthrough, wenn... Also von dem Durchspielen, wenn ich ja ständig runterfalle und so ein Dreck. Aber gut, das hier war ja nicht allzu heftig. Moment, Sekunde, ich bin ein Idiot. Komm jetzt natürlich hier hoch. Hä? Muss man nicht nur alles nochmal machen? Nee, hier, glaube ich, gibt es keinen Schatz mehr, der versteckt sein könnte irgendwo. Also, da lang. Jetzt hier hoch. Genau. Oh. Nein! Sch-
Scheibenglas. Ich dachte, da rechts können wir... Okay. Macht nichts. Speicherpunkte sind in dem Spiel relativ fair gesetzt. Gut, dann hier hoch. Eine Sekunde. Hier kann man abspringen. Das bedeutet, da drüben ist ein Schatz. Ich sehe nur gerade nicht. Aber da muss einer sein, oder? Da muss keiner sein, also da ist höchstwahrscheinlich keiner. Sonst hätte ich den Jump jetzt geschafft. Schade, es sah sehr danach aus, als wäre das nur eine relativ kleine Sache, wie man hier... Aber von hier aus kommt man auch nicht darüber, das haben wir gesagt. Doch, man kommt... man kommt so darüber. Okay. Aber wie kommt man dann dort drüber? Man kommt da irgendwie rüber. Moment, ist da wer? Nee, schaut nur so aus. Wie kommt man da rüber? Ja, so. Aber da muss man in dem anderen Hof da drüben sein, wie es ausschaut. Das heißt, da kommen wir noch hin. Hoffentlich. Wobei... Es schaut immer so aus, als könnte man es gerade schaffen. Also ich hoffe, dass es langweilt euch zu... The fuck. Okay. Das war jetzt das Einzige, wo ich die Schuld auf mich nehme, von wegen ich bin blöd. Aber prinzipiell schaut es meistens so aus, als könnte man einen Jump schaffen, kann aber nicht. Ich bin nicht so gut in dem Spiel einzuschätzen, welche Jumps man machen kann und welche nicht. Deswegen nehme ich mal den normalen Weg, der eindeutig ist, und Ende. Gut. Oh nein, 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 nein! Okay. Erstmal hier einmal rum. Okay, wollen wir nicht? Dann hoch. What the fuck? Ich schwöre. Ich habe nur auf X gedrückt. Also nur auf die Jump-Taste. Sonst nichts. Und der springt auf einmal irgendwo hin. Okay, hier lang. Oh, siehst du, das hätte ich eben in mir... Ich dachte, das ist jetzt wieder mein Tod, aber... Okay. Gut. Ich schwöre, ich habe gerade nur die X-Taste gedrückt, die Jump-Taste, so. Was ist jetzt hier? Also hier ist irgendwas. Aber es ist kein Schatz, vielleicht ist hier ein Schatz. Nein, okay. Dann ist hier irgendwas. Oh, ein Seil. Ich bin so frei. Danke. Schlüssel? Die Schlüssel für das Ding und ein Seil, womit wir hier runterkommen. Wir kommen nicht mehr hoch, okay? Und wir kommen hier auch nicht mehr hoch. Macht aber nichts. Weil wir können jetzt durch das Tor und da kommen wir hoffentlich irgendwo hin. Wo kommen wir? Ich möchte halt da oben genau noch hin, da. Und dann halt auch da auf den Teil. Ich hoffe, wir kommen da noch hin, weil dort vermute ich Schätze. Weil hier bei dem Auto ist ja auch kein Schatz gewesen. Und da drin. Was mich sehr verwundert hat, da war nur eine Waffenkammer. Was war das gerade für ein Geräusch? Das hat sich angehört wie ein Telefon, aber war wahrscheinlich ein Vogel. So, aber jetzt kommen wir hier rein, oder? Ja. Nein?
Okay. Okay, ja. Ne? Nein. Okay, aber hier ist irgendwas. Wo zur Hölle ist sie? Gute Frage. Hier sind Waffen. Okay. Und immer noch keine Schätze in Sicht. Finde ich nicht schön. Okay, jetzt sind wir hier in dem anderen Hof. Genau hier. Da waren wir gerade. Alles klar. War das hier? Ich bilde mir gerade ein, irgendwann mich hier an irgendwas zu erinnern. Ja, au, au. Oh nein. Holy fuck, okay. Ich glaube, ich erinnere mich an diese Stelle, weil das war die eine Stelle, an der ich einmal mein Playthrough unterbrochen habe und dann einen ganzen Abend nur diese Stelle probieren musste. Schön. Vielleicht kriegen wir es in der Folge noch hin, vielleicht auch erst in der nächsten, ich weiß es nicht. Die Folge endet ja relativ bald. Man muss es halt immer abpassen jetzt. Oh toll. Schießt das wieder. Komm schon. Ein nach dem anderen, einfach ausschalten. Und immer wenn das MG schießt, einfach aufhören. So. Okay. Das ist gar nicht so blöd. Hier steht. Nein, nein, das ist auf der anderen, falschen Seite von dem. Ach komm. Ach, am Arsch. Aha. Das finde ich gar nicht so schlecht. Alter, warum kriegt mich das MG? Okay. Gibt's außer dem MG noch Feinde? Ja. Ja. Jetzt glaube ich nicht mehr. Okay. Dann jetzt von Cover zu Cover. Und das ist sehr gut, dass hier sowas ist. Ja. Du Penner. Ah, ne, Mikrozi nicht. Ihr habt alle die Mikrozi. Cool. Okay, dann habe ich zumindest einigermaßen Muni für die erstmal. Ist da was? Ich zerstöre mal das, vielleicht macht das klappt. Tut's nicht, okay. Aber hier ist das Gitter. Da hinten ist auch irgendein Schmarrn. Hier ist noch AK-Muni, okay. Erstmal alle AK-Muni und alles in die Richtung. Oh, nee. Am Anfang war auch noch Muni. Aber ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge. Also beim ersten Mal habe ich dafür länger gebraucht und das war einfach. Vielleicht lernt man mit der Zeit ja doch ein bisschen.
in Spielen besser zu werden. Möglicherweise. Aber ob es wirklich so ist oder ob das ein einmaliger Glücksfall ist, sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Uncharted Drakes Schicksal. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.